So, herzlich willkommen beim Internationalen Dokumentarfilmfestival München. Herzlich willkommen hier beim Matinee-Gespräch zum Film Teachers for Life. Ich bin hier heute im Silbersaal des Deutschen Theaters. Hier findet normalerweise die große Eröffnung vor über 1000 Menschen statt. Und hier hätten wir Ihnen auch gerne auf großer Leinwand den Film Teachers for Life gezeigt, in unserer Reihe Ganz großes Kino. In diesem Jahr sehen Sie den Film auf Ihrer digitalen Leinwand bei Ihnen zu Hause und ich bin mir sicher, Sie werden ihn dennoch sehr genießen. Ich habe heute was ganz Besonderes für Sie und zwar habe ich die Regiegäste hier bei mir im Studio und Sie selbst können auch Teil dieser Veranstaltung sein und Fragen stellen. Da freue ich mich ganz herzlich, dass das funktioniert. Herzlich willkommen, Julian Wildgruber. Herzlich willkommen, Katrin Höckel. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch an Britta Hölzel, Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Sie ist uns per Zoom zugeteilt. Hallo. Hallo und schön, freue mich, dass ich da sein kann. Sehr schön. Schön, dass wir auch von wissenschaftlicher Seite nochmal Unterstützung haben. Denn es wird aus dem Publikum mit Sicherheit Fragen geben. Sie sind Teil dieser Veranstaltung, dieses Live-Gesprächs und zwar können Sie uns im Chat Fragen stellen. Dafür sitzt hier meine Co-Moderatorin Kathi Seemann, die wird Ihre Fragen aufnehmen und an uns weitergeben. Hallo, ja, ich begrüße auch von meiner Seite. Wenn Sie den Live-Chat noch nicht sehen, den finden Sie auf unserer Webseite, auf der rechten Seite neben dem Gespräch. Sollten Sie ihn nicht sehen, dann laden Sie die Seite noch einmal neu. Sie können sich, um Fragen zu stellen, mit Ihrem Klarnamen anmelden oder mit einem Fantasienamen, wenn Sie nicht erkannt werden wollen. Stellen Sie uns rege Fragen, wir freuen uns drauf. Richtig, wir freuen uns auf Ihre Fragen. Mein Name ist Maja Reichert, ich leite Doc Education, das ganzjährige Bildungsprogramm und freue mich, dass dieses Matinee-Gespräch im Rahmen von Doc Education heute stattfindet. Der Film Teachers for Life zeigt uns, nimmt uns mit auf die Reise von verschiedenen Pädagogen, Lehrern aus Leidenschaft. Sie alle haben etwas in ihrem Leben erlebt, haben bei sich selber hingeschaut, haben ihre Persönlichkeit gestärkt und entwickelt und zeigen uns, wie heutzutage Bildung auch sein kann. Ein Film, der Mut macht, der uns was Besonderes zeigt. Für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, eine große Empfehlung. Sie werden gleich noch einiges mehr erfahren. Für diejenigen, die ihn gesehen haben, wie gesagt, Sie können uns jetzt dann die Fragen stellen. Schön, dass ihr beiden heute hier seid. Liebe Katrin Höckel, du hast dich schon sehr viel mit diesem Thema Bildung beschäftigt. Vielleicht magst du kurz was zu dir sagen und auch wie du zu diesem Film gekommen bist. Ja, vielen Dank, Maja. Vielen Dank, dass wir hier sein können. Ja, tatsächlich, ich habe mich im Grunde seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn, also schon bereits seit 15 Jahren mit dem Thema Bildung auseinandergesetzt. Zunächst an der OECD in Paris, da war ich Policy Analyst und habe im Grunde Regierungen zu verschiedenen bildungspolitischen Fragen beraten und seit 2015 auch selbstständig. Und ich habe im Grunde, wenn man so will, von allen Seiten auf die Bildung geschaut. Also ich habe selber unterrichtet, ich habe mir Online-Lernformate konzipiert, ich habe auch neben Regierungen auch den Privatsektor beraten, von Startup bis zum Konzern. Und dieser Film ist im Grunde ein Nachdenken darüber, was die Bildung im 21., was eigentlich die Rolle der Bildung im 21. Jahrhundert ist und für mich persönlich auch irgendwo so ein bisschen die Essenz meines Nachdenkens. Und ich glaube, die ganz starke Nachricht, die wir senden wollen mit dem Film, ist, dass wir wirklich denken, es ist im Grunde einen Bewusstseinswandel in der Bildung braucht. Also wir müssen weg von diesem altbackenen Fokus auf das Vermitteln von Fachwissen und hin zu einem neuen Bild von Bildung, was eigentlich mehr sich um Persönlichkeitsentwicklung und Charakterbildung dreht, damit die jungen Leute, also diese nachfolgenden Generationen, sich in dieser verrückten Welt von heute nicht nur zurechtfinden, sondern idealerweise sie sogar auch selber mitgestalten können. Das ist der große Wunsch, mit dem wir diesen Film hoffentlich als Inspiration für viele in die Welt gestellt haben. Sehr schön, ja. Wunderbar. Ihr wart beide sogar schon beteiligt bei dem Film From Business to Being. 2015 hat der Film, Julian, hier bei uns
Premiere gehabt und auch die Säle gefüllt vor ausverkauften Sälen. Das heißt, auch die Nachhaltigkeit ist euer Thema und euer Ziel. Vielleicht magst du dazu was sagen, was dein Fokus da ist. Ja, also bei mir ist es so, dass ich eigentlich kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, vor ziemlich genau 10 Jahren, auch unmittelbar angefangen habe, mich sozial-ökologisch zu engagieren, weil ich habe irgendwie gemerkt, okay, so wie Wirtschaft funktioniert und so wie Business funktioniert, das ist nicht der richtige Ansatz, denn unsere ganze Welt fährt, was die Natur und Ökosysteme anbelangt, aber auch die Sozialsysteme, ein Stück weit gegen die Wand. Und im Moment sehen wir das ganz deutlich, und ich habe eben dann gemeinsam in kleinen Thinktanks mit kreativen Unternehmern und nachhaltigen Unternehmern und, wie soll man sagen, avantgardistischen Denkern darüber nachgedacht, wie muss eigentlich eine Ökonomie im 21. Jahrhundert aussehen und welche Kapazitäten und Fähigkeiten brauchen die Menschen, um eben eine Ökonomie anders zu gestalten. Und den Film damals habe ich ja mit meiner Co-Regie Hanna Hennigin gemacht. Und wir haben, während wir diesen Film realisiert haben vom Business to Green, immer schon darüber gesprochen, eigentlich fixen wir in den Unternehmen und Organisationen immer nur die Probleme, die man viel früher angehen könnte, nämlich in der Bildung. Und wir haben damals schon gesagt, eigentlich müssten wir einen Bildungsfilm machen. Und so war das jetzt eben hier in dem Kontext und auch in der gemeinsamen Arbeit von Katrin und mir wunderbar, als wir gerade in einer Beratung in einem großen Konzern waren, haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir eigentlich einen Bildungsfilm machen. Und dann kam, das haben wir auch ausgesprochen mehrfach, und dann kam 2 Monate später plötzlich diese Anfrage, könntet ihr bitte einen Film über Bildung machen und eben über einen Bewusstseinswandel. Und die Motivation dahinter von der Produzentin des Films, Hanna Paulmann, war eben Mindfulness und die Verbundenheit, also die Kapazität, die Beziehungskompetenz für Lehrer in Schulen zu bringen. So, das ist ihr Ansinnen, und da haben wir dann gemeinsam geschaut, welche Perspektiven haben wir eigentlich. Und wir haben natürlich von mehreren Perspektiven drauf geschaut, nicht jetzt nur durch Praxis von Achtsamkeit, sondern eben, wie finden Menschen den Weg durch das Nadelöhr ihrer Persönlichkeit, um gute Pädagogen zu werden. Ja, genau, sehr schön. Und das ist ja auch dieses Ziel, gute Pädagogen zu werden, um damit dann vielleicht die Welt zu verändern. Ich finde, ihr habt ein sehr schönes Entree gefunden in diesem Film mit Helle Jensen, die bei euch ja auch im Film mit auftaucht, Kollegin von Jesper Juhl, der sehr bekannt ist, und freut mich, dass ihr sie gewinnen konntet für diesen Film. Und sie hat so ein ganz besonderes Zitat vorne weggestellt, und zwar hat sie gefragt, welche Lehrer bleiben euch in Erinnerung? Und mir ist spontan mein eigener Lehrer eingefallen, der eine, der mich wirklich beeindruckt hat und geprägt hat. Und das ist jetzt nicht, weil ich eine ganz, ich kannte den nicht privat, sondern das ist die Art und Weise, wie er sich für mich interessiert hat, zwischendrin mal eine Frage gestellt hat, hat bei mir was geöffnet für ihn als Mensch und auch für das, was er unterrichtet und für sein Fach. Es war Deutsch damals. Und ich glaube, diese Frage, welcher Lehrer ist euch in Erinnerung geblieben, diese Frage ist für jeden sofort, also wenn man das ins Publikum fragt, sofort kommen zahlreiche Geschichten, jeder möchte gerne, schreiben Sie uns bitte gerne Ihre Geschichte in den Chat, und wir würden uns freuen, davon zu hören. Was eint diese ganzen Geschichten? Was ist, wenn man das zusammenfasst, welche Lehrer bleiben uns in Erinnerung? Also ich glaube, die zentrale Sache ist tatsächlich ja auch ausgesprochen dieses Interesse. Dieses Interesse an dem Mensch, der mir da gegenübersteht, der möglicherweise auch ganz anders ist, als ich selber bin, mit dem ich mich auch tatsächlich auseinandersetzen muss, um ihn zu verstehen, um zu verstehen auch, was der für Talente hat, für Möglichkeiten, für Beschränkungen, und dann damit zu arbeiten. Wir haben ja auch noch diesen anderen Protagonist in unserem Film, Philippe Breteau, das ist der Fußballtrainer, und der hat diesen schönen Begriff, dass jeder Pädagoge für alle seine Schüler oder in diesem Fall eben das sind die Sportler, den Schlüssel finden muss.
Und das ist sozusagen der Job, wenn man so will, eines modernen Pädagogen, so wie wir sie da auch jeweils präsentieren, dass man wirklich in eine Beziehung, in eine menschliche Beziehung mit dem Gegenüber treten muss, wenn so eine Persönlichkeitsentwicklung und Charakterbildung stattfinden soll, wenn es eben um wesentlich mehr geht als nur diese Wissensvermittlung. Und da, und das ist auch so ein bisschen die Message auch wiederum, die wir mit dem Film rausgeben wollen, die Pädagogen, die Lehrkräfte, die sind einfach im Zentrum dieser Bildungstransformation. Das sind die Akteure der Bildung und auf die setzen wir sozusagen. Und wir hoffen natürlich, dass es viele sich sozusagen von dem Film inspirieren lassen, um Teachers for Life zu werden und sich auf dem Weg zu begehen oder diese Haltung auch zu entwickeln gegenüber ihrer eigenen Aufgabe. Und also das ist auch, es gibt Studien, es gab so eine große Studie vor einigen Jahren, so eine Meta-Analyse von dem Hattie, dass ein Forscher, der quasi alle Studien zusammengetragen hat, um zu schauen, was ist der zentrale Faktor oder die zentralen Faktoren, die Bildungserfolg bestimmen. Und die ganz klare Aussage oder das ganz klare Resultat dieser Studie war, es sind die Lehrer. Das heißt, diesen Pädagogen dann eben auch die Ressourcen zu geben, aber sie auch aufzufordern, diesen Weg zu beschreiten und sozusagen auch selber an sich zu arbeiten, weil das ist ein ultra anspruchsvoller Job und in so einer Beziehung mit dem Gegenüber ist natürlich auch, und das ist ja auch stark die Aussage des Films, die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit sehr wichtig, um eben so eine Beziehung eingehen zu können oder selber eine Vorstellung überhaupt davon zu haben, was bedeutet überhaupt Persönlichkeitsentwicklung, Charakterbildung, kenne ich mich überhaupt? Das ist die Grundlage dafür, dass man solche Art Arbeit eben auch mit Kindern und Jugendlichen macht. Und wenn sich da die Bildung hinbewegt, ich glaube, dann haben wir wirklich einen großen Schritt getan. Ich glaube, man kann Lehrkräfte nicht genügend wertschätzen, auch besonders gerade in diesen Zeiten. Und nicht genügend wertschätzen und gleichzeitig haben sie auch eine große Bürde zu tragen, weil sie sind am Dreh- und Angelpunkt, um unsere Gesellschaft zu verändern. In eurem Film taucht auch immer wieder das Wort Achtsamkeit auf. Und nun ist es ja ein Begriff, den viele Menschen mit den unterschiedlichsten Dingen belegen. Wir haben hier heute die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Britta Hölzel hier bei uns. Nochmal herzlich willkommen. Ich würde gerne mal von einer Wissenschaftlerin wissen, was ist denn Achtsamkeit? Wir verstehen Achtsamkeit gerade auch so in den Forschungsstudien und im wissenschaftlichen Kontext darunter, dass wir präsent sind im gegenwärtigen Moment. Also es bedeutet, absichtsvoll die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zu bringen, wirklich bewusst und wach mit den gegenwärtigen Erfahrungen zu werden. Das ist der eine Aspekt davon. Und der andere Aspekt ist eine innere Haltung, die wir unserer Erfahrung entgegenbringen, nämlich eine Haltung der Neugierde, der Offenheit, des Interesses an dem, was uns da begegnet, im Gegensatz zu so einem vorschnellen Verurteilen. Und Achtsamkeit ist eben was, natürlich kommt jeder von uns mit einer bestimmten Persönlichkeit und einer bestimmten Ausprägung, auch vielleicht an Lehrerqualifikation oder was auch immer es sei einher, aber die wesentliche Botschaft bei der Achtsamkeit ist eben, das ist was, das ist trainierbar. Also wir können uns darin üben, präsenter zu werden. Wir müssen nicht damit leben zu sagen, ich bin halt immer zerstreut oder so, sondern es ist wirklich trainierbar, offen zu sein, neugierig zu werden, im gegenwärtigen Moment zu sein. Und somit ist das eben einfach auch eine gute Grundvoraussetzung dafür, in eine interessierte und offene Beziehung und empathische Beziehung mit anderen zu treten. Ja, verstehe. Okay, so kann ich was anfangen mit dem Begriff. Das finde ich sehr spannend. Und Sie haben ja auch geforscht in diesem Bereich. Und das würde mich jetzt interessieren. Wie funktioniert denn Forschung in dem Bereich? Genau, wir haben neurowissenschaftliche Forschung gemacht. Es ist ja so, dass es inzwischen wirklich eine große Anzahl von Forschungsstudien gibt, die sich mit der Frage beschäftigen, worauf Achtsamkeit Einfluss nimmt. Und wir sehen da unterschiedlichste positive Effekte, also Effekte auf die Konzentrations-, Aufmerksamkeitsfähigkeit, auf die Stressreduktion, darauf, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können, aber auch darauf, wie wir mit uns in Beziehung sind und dann auch mit anderen Menschen in Beziehung treten können. Das heißt, es gibt eine Fülle positiver Befunde und unsere Forschung beschäftigt sich dann mit der Frage,
woran liegt das? Also was gibt es auf einer neuronalen Ebene für Wirkmechanismen? Wie kann denn Achtsamkeitspraxis eigentlich diese positive Wirkung entfalten? Und wir schauen ins Gehirn mit Hilfe der Magnetresonanztomographie, legen wir also Menschen in den Kernspintomographen und schauen vor und nach einem Achtsamkeitstraining zum Beispiel, schauen uns an, wie hat sich dann die Struktur des Gehirns verändert oder auch die Funktionsfähigkeit. Und da sind wir eben unterschiedlich. Unterschiede in Veränderungen in unterschiedlichsten Hirnregionen. Und das heißt, durch Training und durch diese Möglichkeiten verändert sich auch was in der Gehirnstruktur. Das sind die Ergebnisse. Ganz genau, ja. Das wissen wir ja jetzt seit einiger Zeit auch immer mehr. Es war ja früher so die Vorstellung, das Gehirn, wenn sich das einmal entwickelt hat, dann bleibt das, wie es ist in seiner Struktur. Das ist nicht der Fall, sondern es verändert sich dauernd ein Stück weit. Und die positive Botschaft daran ist eben einfach, dass wir mit unserer Übungspraxis oder mit der Art, wie wir in der Welt unterwegs sind, was wir tun, haben wir eine Einflussmöglichkeit auf unser Gehirn, auf unsere Gehirnstruktur, auf unsere Persönlichkeit, auf unser Verhalten. Und wir schauen uns eben diese Veränderungen an und sehen tatsächlich jetzt im Anschluss zum Beispiel an einen 8 Wochen Achtsamkeitskurs, dass wir schon strukturelle Veränderungen im Gehirn sehen, zum Beispiel in einer Region, die sich Hippocampus nennt, die ist auch wichtig für Lern- und Gedächtnisprozesse zum Beispiel. Da sehen wir positive Veränderungen jetzt schon nach 8 Wochen halbstündiger Achtsamkeitspraxis am Tag. Sehr spannend. Also wenn Sie da als Zuschauerinnen und Zuschauer Fragen haben, melden Sie sich gerne auch bei uns im Chat. Ich komme auch gleich dazu, zu Ihren Fragen. Nun ist es ja so, dass Achtsamkeit ist erstmal eine Technik und ist noch nicht direkt gerichtet. Man kann Achtsamkeit für die verschiedensten Dinge einsetzen, für positive und negative Zwecke. Das heißt, ich finde das ein ganz wertvolles Mittel. Wichtig ist aber auch dann, wie man damit weiter umgeht. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch gerne noch anschließen an das, was Britta ausgeführt hat. Achtsamkeit ist einfach erstmal, wie soll man sagen, eine Form von mentalen Training, mit dem ich mich meinen unterschiedlichsten Wahrnehmungsorganen zuwenden kann. Also ich kann sozusagen aus einer gestärkten Metakognition, mit der ich meine also die Vorgänge in meinem Bewusstsein beobachten lerne, was passiert in meinem Feld der Gedanken, was passiert im Bereich der Gefühle, der Emotionsregulation und auch, was spüre ich eigentlich, wenn ich irgendwo bin. Also wie ist meine Präsenz, wenn ich jetzt hier stehe und sozusagen in Energie bin. Das ist mal der eine Aspekt davon. Aber im Grunde genommen steht da was dahinter, was eigentlich das Festivalmotto ist. Who am I? Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Wie kann ich lernen, mich selber wirklich zu beobachten, und zwar dezidiert? Und das kann ich nicht nur durch Achtsamkeit, sondern da gibt es ganz viele Zugänge. Also jeder, der irgendwo, ich sag's mal, wirklich mit einer Intention versucht, Meisterschaft in was zu erlangen, sei es eine Geige zu spielen, im Sport irgendwas Tolles zu machen oder Ähnliches, der kommt an ähnliche energetische Punkte und der muss auch ähnlich an sich arbeiten. Und das ist das, was wir eigentlich auch mit dem Film anregen wollen. Wer Kinder erziehen will, der muss sich selbst erziehen. Wer Menschen entwickeln will, der muss sich selbst entwickeln. Sonst weiß er nicht, wie Entwicklung geht. Sonst kann er nicht beobachten. Und jeder Mensch, wie Britta das eben auch angedeutet hat, kommt ja mit einer bestimmten Konstitution, mit einer bestimmten Sozialisierung auf die Welt und tritt den Weg seines Lebens an. Und dann ist eben die Frage, wie können wir Menschen adäquat entwickeln? Und das muss, wie Katrin auch gesagt hat, oder das ist auch unser Anliegen und das, wo wir selber auch 10 Jahre lang intensivst miteinander gerungen haben, um uns zu entwickeln, um das überhaupt zu durchdenken, das Entwicklung überhaupt als Prozess zu verstehen, das muss in die Schulen, aus meiner Sicht, das ist wirklich meine persönliche Meinung, das dürfen andere gerne anders sehen, aber aus meiner Sicht gehört das in die Schulen. Weil wenn wir transformieren wollen, dann müssen wir verstehen, wie Entwicklung geht und wir müssen vor allem auch das den Menschen geben. Und dann, als letzter Satz oder letzter Punkt, dann geht es darum, dass wir den Menschen helfen, durch das Nadelöhr der eigenen Biografie zu kommen. Und Josef Beuys hat dazu gesagt, immer zeige deine Wunde. Ja, okay, was sind deine Schatten, deine traumatischen Erfahrungen, die dich behindern, die sozusagen dein Widerstand sind, an dem du aufwachst und in dem du da durchgehst, wirst du. Und das Schöne jetzt an den Protagonisten bei Teachers for Life, um da die Brücke zu machen, ist, dass alle diese Pädagogen so eine Erfahrung gemacht haben. Richard Dunn stand in der Früh vor einer Eiswand in der Arktis
und hat auf einmal archaisches Erlebnis gemerkt, so wow, das ist sowas Schönes und wir mit dem Verhalten hier machen das oder beeinflussen das, zerstören das im Moment. Das heißt, das war für ihn der Weckruf, wirklich, das hat er uns auch so gesagt, dass er in der Bildung, da wo er tätig war, wollte, dass junge Menschen eine Verbindung, einen Kontakt dazu bekommen zu dieser Welt. Bei Philipp Retor war es, dass er kleinwüchsig war, er wollte selber Fußballprofi werden und dann ist er nicht mehr weitergewachsen, haben die Trainer gesagt, er ist ein super Spieler, er war auch der Beste, war Kapitän in seiner Mannschaft, aber er ist nicht weitergewachsen, er ist zu klein. Und dann ist sein Fußballtraum zerplatzt und heute muss er quasi an einem Punkt arbeiten in seiner Arbeit, wo junge Menschen in dem Alter, wo das bei ihm zerfiel, durch diese Prozesse gehen, durch diese Auswahlprozesse gehen und dann Daumen hoch, Daumen runter, du bist drin, du bist nicht drin. Und das ist natürlich hochinteressant. Also er ist dafür quasi der perfekte Mann, weil er weiß, was das für die jungen Menschen bedeutet. Ja. Und bei Lisa Viehoff, der Lehrerin in Berlin, da war das eben so, dass sie mal eine Essstörung hatte und Schwierigkeiten hatte privat. Und plötzlich ist sie durch ihr Leben dahin gekommen, das zu transformieren und zu verstehen und dann ist es auch weggegangen. So, also sie ist da durchgegangen. Und unsere These oder unsere Wahrnehmung, auch aus meiner eigenen Biografie, ist, wenn ich da durch will und wenn ich sozusagen Gestalter meines eigenen Lebens werden will, dann geht es eben durch dieses Nadelöhr. Sehr spannend. Der eine bringt das mehr, der andere bringt das weniger mit. In der Ausbildung von Lehrkräften wird hauptsächlich auf die fachliche Bildung geachtet. Natürlich gibt es einen Pädagogikanteil, aber ich glaube, der Wert darin zu erkennen, dass es gut ist, sich mit sich selbst zu reflektieren, in sich selbst zu ruhen und da eine Stärke zu finden und das auch nach vorne zu treiben, ich glaube, dazu macht euer Film Mut, das anzugehen. Ich schaue jetzt einmal, was wir an Zuschauerinnen und Zuschauerfragen haben. Ja, Kathi. Da sind schon sehr, sehr viele Fragen eingegangen. Also auch vielen Dank von dem Publikum. Ich hoffe, wir haben Zeit. Sehr begeistert. Ja. Eine wichtige Frage, die reinkam, war von Jonas Schattenberg. Er fragte zu Recht, wenn man sich das deutsche Schulsystem anschaut, ist einfach das Problem, dass die Schulklassen sehr groß sind und eben nicht so klein und ausgewählt, dass man wirklich persönlich mit allen SchülerInnen arbeiten könnte. Und er fragt die Stelle, wie können Lehrkräfte unter den aktuellen Bedingungen so gut wie möglich eine persönliche Beziehung aufbauen? Vielleicht diese Frage an Katrin. Ja, kann ich gerne. Also es ist völlig klar, dass die Rahmenbedingungen im deutschen Schulsystem suboptimal sind aktuell, um solche Art Arbeit zu leisten. Das ist völlig klar. Und es gibt Rahmenbedingungen, die das fördern. Aber was uns sehr wichtig war mit dem Film, ist, wir waren beide auf der Waldorfschule, wir haben extra keine Spezialschulen mit besonders tollen Bedingungen oder Privatschulen, die wahnsinnige Ressourcen haben, ausgewählt, sondern wir haben im Grunde versucht, so gut es ging, normale Einrichtungen, beziehungsweise wir haben im Hochleistungssport gedreht. Ja, und das sind wirklich, also der Philipp Bretot, der hat ordentlich Gegenwind. Ne? Das geht's um Fußball, da geht's um Megakohle, da geht's um was. Und du machst da rum mit Persönlichkeit oder das checken die ja eh nicht oder so. Und der hat's trotzdem gemacht. Und die Message, die wir wirklich auch so als Ermutigung an alle raussenden wollen, ist zu sagen, ja, es ist klar, die Bedingungen sind nicht ideal oder dazu besonders förderlich, aber jeder kann sich auf diesen Weg begeben und es muss auch gar nicht sein, dass man den Anspruch an sich selber stellt oder sich da jetzt auch wieder unter Druck setzt und sagt, ich muss mit jedem dieser 30 plus diesen ganzen anderen Klassen, die ich vielleicht auch noch habe, da diese wahnsinnspersönliche Beziehung aufbauen. Nicht so verstehen, aber mal sehen, hier ist einer, der ist irgendwie, der sagt heute gar nichts. Dann gehe ich doch mal dahin und frage den, sag mal, geht's dir nicht gut? Es gibt Stories, diese Stories, die wir am Anfang hatten, was war für dich ein wichtiger Lehrer? Das sind manchmal punktuelle Sachen. Das ist einer, der hat's einfach heute gecheckt oder der hat mal gesehen, dass ich irgendwas Tolles gemacht habe. Ich habe irgendwie mein Ding da illustriert und sagte, boah, toll, das kannst du ja Wahnsinn. Es sind ganz kleine Sachen. Und dann einfach mal schauen, vielleicht kann ich heute mal sowas platzieren. Vielleicht kann ich mal einfach darauf meine Aufmerksamkeit lenken. Und dann schaut man, wie weit man in seiner Entwicklung kommt. Und man kann sich ja auch vielleicht dafür Hilfe holen. Es geht mehr so um die Haltung gegenüber der Aufgabe und immer wieder sozusagen auch den Klassenraum als Experiment und letztlich
Übungsraum dafür hernehmen, um so einen Weg zu beschreiten, ohne dass man jetzt gleich irgendwie, es geht auch nicht darum, dass jeder jetzt so ein Wahnsinnstyp wie Philipp Breteau werden, das ist einfach eine Persönlichkeit und natürlich haben wir besondere Persönlichkeiten in den Film getan, ist ja klar, wir wollen ja auch inspirieren, aber jetzt nicht denken, man muss denen nacheifern, sondern vielmehr bei sich schauen, was könnte mein Weg sein und es ist sicherlich auch sehr bereichernd, die Aufgabe eben trotz aller Schwierigkeiten so zu betrachten. Das ist eher so würde ich es darstellen wollen. Ja. Ja, ich kann dem eigentlich nur hinzufügen, dass wir natürlich aktuell, jetzt seit einem Jahr, in einer sehr, sehr extremen Situation sind. Also ich weiß, ihr habt auch Kinder zu Hause, die sozusagen Homeschooling haben, die ganze Bildungslandschaft, die Schulen per se, sind total mit einer Disruption konfrontiert, die so noch nie da war. Und es ist auch die Frage, wie dreht sich das mal, dreht sich es nochmal zurück oder ist nicht jetzt der ideale Moment, um wirklich Bildung neu zu denken? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen und ich glaube, das Bildungsthema und auch das ganze Thema, wie Schule gelingt, wird im Verlauf dieses Jahres auch in der bevorstehenden Bundestagswahl ein Riesenthema werden und wir tun gut daran, jetzt sozusagen zu schauen, dass wir da Bewusstsein hinlenken als Gesellschaft und auch als Bildungsinnovatoren und so weiter und so fort und auch als Politiker wirklich hinzugucken, ist nicht jetzt eine Riesenchance, denn Wissensvermittlung, wie Katrin das eingangs gesagt hat, ist nicht mehr das primäre Ziel, wenn wir in einer Gesellschaft leben, einer Wissenszeitalter, wie es auch genannt wird, in einer vierten industriellen Revolution, wo Bildung oder Wissen überall verfügbar ist. Es ist vielmehr die Frage, wer bin ich und was will ich und wie komme ich dahin, wie setze ich mir diese Ziele? Und dann kann ich anfangen zu üben. Und ich weiß auch von Britta, du bist ja auch in Unternehmen unterwegs aktuell mit diesen Stressthemen und so weiter und so fort. Vielleicht wäre das auch noch ein ganz interessanter Aspekt, denn die Lehrer sind ja in Not im Moment und sie sind gechallenged. Und die Frage ist, was kann man da tun, Britta? Ich weiß, dass du da auch unterwegs bist. Vielleicht könntest du dazu noch was sagen, was so Möglichkeiten sind. Genau, da war auch eine Frage tatsächlich aus dem Publikum an die Britta, gerade aus dieser Stresssituation. Was können diese passionierten Lehrer tatsächlich tun, um sich gegen Burnout zu schützen? Und eine andere Frage, die da vielleicht auch anknüpft, wie stark werden diese Achtsamkeitsaspekte vielleicht auch in der pädagogischen Ausbildung berücksichtigt? Wo kann man da ansetzen? Ja, da sind viele spannende Aspekte drin. Ich wollte nochmal anknüpfen an der Frage, wie kann ich jetzt auch mit so nicht optimalen Bedingungen, mit Riesenklassen in den Kontakt gehen? Und da gibt es ja auch wirklich spannende und überzeugende Forschung, die zeigt, die Art und Weise, wie ich mit mir im Kontakt bin, also wie es mir gerade geht, die überträgt sich auch ins Außen. Wir kennen die Spiegelneuronensysteme und wir wissen, dass die Art, wie man als Lehrer im Raum steht, sich ein Stück weit auch auf die Schüler überträgt. Das heißt, ich kann selbst unter diesen nicht optimalen Bedingungen mit vielen Menschen im Raum, vielleicht jetzt in anderen Gegebenheiten, trotzdem einen Unterschied haben in der Art und Weise, wie ich in Kontakt gehen kann und wie ich das Gegenüber anschauen kann, darüber, wie ich gerade selber drauf bin. Und da kommen wir zur Stressreduktion, denn wenn ich als Lehrer mit einem hohen Stresspegel im Raum stehe, dann überträgt sich das ins Außen. Also da wissen wir, da gibt es Pheromone, das überträgt sich einfach über Gestik, über Mimik, nimmt das die anderen entweder auch mit in den gestressten Raum oder es nimmt mit in einen präsenten, klaren Raum. Also auch da können wir schon wieder bei uns ein kleines Stück ansetzen. Und wir sehen ganz eindeutig in der Forschung, dass es Übungswege gibt, um aus dem Stress rauszukommen. Wir wissen, Stress ist ein absolutes Gift, wenn es darum geht, kreativ zu sein, wirklich kreativ zu sein, wirklich ehrliche Initiative zu ergreifen oder Perspektiven zu erweitern, unterschiedliche Perspektiven zu sehen. Da ist Stress ein Gift. Das kann man schon neurophysiologisch ganz gut erklären, denn dann werden Hirnregionen aktiv wie die Amygdala, die uns dazu bringt, wirklich unmittelbar mit unserem eigenen Überleben beschäftigt zu sein im Stress. Und das heißt, Perspektiven auszublenden, sondern unseren Blick einzutunneln und so schnell wie möglich, so effektiv wie möglich zu kämpfen oder zu fliehen, aber eben nicht kreativ zu sein.
um kreativ zu sein oder um Perspektiven einzunehmen, um in Kontakt zu gehen, auch echten Kontakt, brauchen wir, dass der Körper aus dem Stressmodus wieder rauskommt. Und wir sehen, dass wenn also die Amygdala, wenn die Stressregionen im Körper wieder runterfahren können, wenn der Cortisolspiegel runterfährt, dann können Regionen, höher entwickelte Regionen unseres Gehirns aktiv werden, wie der präfrontale Kortex, die sind dann leistungsfähiger und helfen uns eben einfach neue Wege zu gehen. Die helfen uns mal in einen anderen Richtwinkel zu schauen, die helfen uns moralische Urteile zu treffen. Die sind tatsächlich im akuten Stress runtergefahren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir so dieses, wir vergleichen das ja auch immer wie mit so einem mentalen Zähneputzen, dass wir so eine mentale Hygienepraxis haben, um zu gucken, dass wir innerlich, psychisch gesund, stabil sind, nicht zu gestresst, um einfach auch wirkungsvoll in der Welt sein zu können und im Kontakt mit anderen Menschen. Die Frage, wie geht das? Ja, es gibt unterschiedlichste Trainings- und Übungswege. Da muss man natürlich auch erstmal so ein bisschen schauen, was einem persönlich liegt. Wir beschäftigen uns ja mit der Achtsamkeitspraxis und da gibt es einfach Kurse, die auch inzwischen ja zum Glück auch mehr und mehr in den Schulen ankommen oder in der Lehrerausbildung ankommen. Aber das sind ja so die ganz ersten Schritte, die da nur gegangen werden in diese Richtung. Da braucht es einfach, glaube ich, noch viel mehr, weil ich das auch absolut unterstreichen würde. Das ist so wesentlich, dass wir das auch den Menschen einfach mitgeben. Es gibt ja Wege, die man gehen kann. Gilt sowohl für die Lehrer und Lehrerinnen als auch für die Schüler und Schülerinnen, diese Frage nach Stress und in Beziehung gehen. Richtig. Ich habe Zeichen bekommen, dass es viele Fragen gibt, genau. Deshalb machen wir da direkt weiter. Es gibt zum Beispiel eine Frage, vielleicht nochmal an das Regie-Duo, weil ihr habt ja unterschiedliche Lehrer oder LehrerInnen fürs Leben porträtiert. Die Frage ist, warum Fußball? Also welche Rolle spielt der Fußball? Und da vielleicht auch nochmal angeknüpft, wie sollten sich Eltern verhalten in diesem Prozess? Also wenn ich sehe, dass mein Kind lernt, was ist die Rolle der Eltern? Ich sag mal was zum Fußball. Alles klar. Einer der Gründe, warum wir auch den Sport mit in diesen Film reingenommen haben, ist, um zu sagen, wir haben einen relativ weit gefassten, offenen Blick oder Vorstellung von Pädagogik und Bildung. Also wir wollen das keinesfalls nur auf die Schulen beschränken, sondern wir sehen zum Beispiel auch das Lernen in der gesamten Lebensspanne. Solcher Art Entwicklung kann auch innerhalb von Unternehmen und unternehmerischer Weiterbildung ganz genauso laufen. Oder, was weiß ich, an den Volkshochschulen angeboten werden. Der Sport ist auch ein Terrain, wo solche Art Persönlichkeitsentwicklung unglaublich gut einfach laufen kann. Ich meine, mentales Training, das wird ja natürlich alles auch schon eingesetzt. Der Sport, und deswegen haben wir ihn auch reingenommen, ist eben auch so plakativ. Also dort hat man eine Mikrogesellschaft, die müssen sich im Team arrangieren. Was ist denn, wenn es im Team nicht funktioniert? Wie kann man da dann mit umgehen? Es ist auch so, dass dieser Sport und gerade der Hochleistungssport, in denen die sich ja bewegen wollen, auch eine Wahnsinns-Stressnummer ist in der Hinsicht, dass es das kann so in beide Richtungen gehen. Also sie können die Wahnsinnskarriere, Kylian Mbappé ist einer der Jungs, die bei Philippe Breteau eben in der Ausbildung waren. Der hat eine Wahnsinnskarriere hingelegt als ganz junger Typ und dann gibt es welche, die eben sich verletzen und gar nicht mehr spielen können. Und die werden damit solchen Extremsituationen konfrontiert. Und Philippe Breteau sagt eben, ich habe eine Aufgabe als Trainer, dort trainiere ich Sportler, aber ich habe auch eine Aufgabe als Pädagogen. Und ich will, dass hier gute Jungs rauskommen, die mit ihrem eigenen Leben und ihren eigenen Herausforderungen gut umgehen und vielleicht idealerweise sogar eine gesellschaftliche Verantwortung in den Blick nehmen können, weil gerade diese Fußballer haben ja eine Aufmerksamkeit, das ist ja unglaublich. Und wenn da nur mal einer ist, der ein Statement abgibt, die ganzen Jungs oder vielleicht auch Mädels, die das hören, was der gesagt hat und sich dann vielleicht Gedanken machen, dass ich irgendeinen in meiner Klasse nicht so bully oder sowas, das kann wahnsinnig viel beeinflussen. Insofern, der Sport hat da echt viel beizutragen und ich ganz persönlich finde, was jetzt zum Beispiel Philippe Breteau, die Art, wie er arbeitet, denke ich, kann auch eine Inspiration sein, wie man mit seinen Schülerinnen und Schülern im Klassenraum umgehen kann. Also ich finde, da ist viel zu holen aus dieser Storyline. Ja. Da ist eine schöne andere Frage, die ich gerne anknüpfen möchte. Es wird, und die Frage ging auch an Britta Hölzel, und zwar, in den Schulen wird so viel gesessen.
Was gibt es für Alternativen, dass man sich vielleicht, wie im Sport ja auch, ich meine, die Bewegung, die ist ja ziemlich wichtig, auch oder der Spaß beim Fußballspielen, was kann man da tun im Unterricht gegen das viele Sitzen? Ich bin nicht in Schulen aktiv, aber ich kriege es jetzt zum Glück so über meine Tochter auch in den Grundschulen mit, dass die alle, ich weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten aufstehen und tatsächlich Bewegung machen. Und das ist so super sinnvoll, auch aus der Perspektive des Lernens. Einfach, dass wir schauen, dass wir die entsprechenden neuronalen Schaltkreise auch mal wieder entlasten. Also wir können nicht nur kognitiv in unserem Kopf unterwegs sein, das kreiert zu viel Anspannung, das laugt aus. Das heißt, wir müssen zwischendurch auch immer wieder in den Körper zurückkommen, damit wir frisch bleiben können. Beispiele kann ich keine geben, denn das ist nicht mein Tätigkeitsfeld, aber ich kann nur betonen, dass es wichtig ist. Da noch einhaken. Dort ist ja auch eingangs, also Teil der Frage war ja auch, was können die Eltern, was für eine Rolle haben die Eltern eigentlich? Und ich würde sagen, die Eltern haben die zentralste Rolle überhaupt. Denn zum einen in der frühkindlichen Erziehung, auch während der Schwangerschaft schon, wird ganz viel angelegt. Also in den ersten 3 Jahren werden die Grundzüge einer Persönlichkeit angelegt. Das, was Kinder in dieser Zeit erfahren und das, was sie erleben, natürlich gespiegelt durch die Eltern, ist das, wie sie ihre Persönlichkeit formen oder wie sich ihre Persönlichkeit formt. Und danach haben wir den Rest des Lebens Zeit, das wieder in Ordnung zu bringen. Und deswegen, Eltern haben die absolut wichtigste Rolle und ich glaube auch, ich kann es nur noch mal sagen, wer Kinder erziehen will, muss sich selbst erziehen. Und das gilt auch für Lehrer, für Eltern. Und gerade Helle Jensen und auch Jesper Juhl haben ja da eine ganz, ganz tolle Arbeit gemacht, wo sie bis in die Beziehung zwischen Mutter und Vater und zu dem Kind und wer macht was und wie gestaltet sich eigentlich ein Familienleben, das ist ganz zentral wichtig. Und ich finde, das ist meine persönliche Meinung, dass wir Familien in einer ganz besonderen Art und Weise schützen und fördern müssen, genauso auch wie die Lehrer. Weil die Lehrer sind, aus meiner Sicht, haben ein sehr schlechtes Bild in der Gesellschaft. Das könnte ein ganz anderes sein, das sind Helden. Und die brauchen Unterstützung vom System, von Ausbildungsangeboten und Möglichkeiten, sich selbst weiterzuentwickeln, Stress zu reduzieren und Ähnliches. Und gleichzeitig natürlich auch diese Lust, an wirklich in einen eigenen, lebendigen Lernprozess zu gehen. Das ist ja auch, das ist für uns beide, Katrin und mich, im Grunde genommen das Interessanteste, was es überhaupt gibt. Also für mich gibt es nichts Interessanteres, als irgendwie zu gucken, wie kann ich mich weiterentwickeln. Also John Kabat-Zinn hat ja bei From Business to Being auch so schön gesagt, wer sich auf den Weg macht, sich selbst zu erkennen, der transformiert sein Leben, was einem manchmal wie eine Zwangsjacke kommt, in ein großes Abenteuer. Und ich glaube, das ist, um was es gehen soll. Lernen muss ein Abenteuer sein, das muss Spaß machen, das muss Freude machen vor allem. Es muss fundiert sein fachlich, klar, aber vor allem müssen wir den Kindern vermitteln, wie sie Schlüssel machen können in ihrem Leben, um sich die interessanten Themen des Lebens aufzuschließen und dann eben auch ein erfülltes Leben zu haben. Und wir hier in Mitteleuropa haben ja sowieso auch Bedingungen, die könnten besser nicht sein. Da sieht es in anderen Ländern und Regionen der Welt ganz anders aus. Und ich finde, das kann man nutzen, fruchtbar machen. Und das ist das Kapital für die Zukunft, gerade jetzt, wenn wir von der 4. industriellen Revolution reden und sogar schon von der 5., die hinten schon parallel so halt mitläuft, dass wir die Menschen befähigen, dass sie eigenständig denken können, dass sie kritisch bleiben, dass sie ihre Entwicklung in die Hand nehmen und dass sie eine Freude dran kriegen, ihr Leben, die Gesellschaft und die Gemeinschaft zu gestalten. Und das ist auch der Appell, den ich persönlich an Politik oder Menschen habe, die Systeme gestalten, die auch Organisationen gestalten, dass, oder eine Einladung, Inspiration, dass man sich auf den Weg macht. Ja. Macht euer Film Mut dazu, weil wie wir vorhin auch schon gehört haben, wenn man hier dann in München in das städtische oder staatliche Gymnasium schaut und da sitzen 31 Kinder, Jugendliche und nicht alle sind so motiviert wie jetzt der Schüler von Herrn Danner, der da diese schöne Zeichnung macht und das dorthin bringt. Und ich glaube aber eben, euer Film macht Mut, da in den bei sich anzufangen und in diesen kleinen Schritten zu schauen. Mich hat es auch daran erinnert, dass eines Tages kam mein Sohn mal nach Hause und hat mir beim Mittagessen erzählt, der Englischlehrer hat mich heute gefragt, wie es mir geht.
Das war eine Nachricht beim Mittagessen und ich weiß, dass das die Beziehung verändert zu dem Englischlehrer. Das heißt, das ist ein kleiner Shift in dem System, macht aber ein Shift bei meinem Sohn und macht ein Shift nachher im gesamten System. Absolut. Wiederum für den Planeten, deshalb glaube ich, kommt ganz gut raus. Ja. Mit Sicherheit gibt es noch viele mehr Fragen. Ja, tatsächlich hätte ich eine Frage, die ich auch ganz gerne stellen würde. Die ist vielleicht ein bisschen provokant, weil... ich meine, es geht ja darum, dass man Kindern und Jugendlichen gerade versucht, etwas zu vermitteln, die Welt zu verbessern oder zu verändern. Und das sind ja alles Probleme, die ja auch aus der Boomer-Generation kommt, also aus unserer und unserer vorherigen. Ist das nicht eigentlich ein bisschen unfair, dass wir jetzt sozusagen, dass die Jugendlichen und die Kinder unsere Probleme ausbaden müssen? Und meine Frage wäre da, was könnte unsere Generation, was können die Lehrkräfte eigentlich auch tun, also bei uns selber vielleicht auch anfangen, anstatt oder abgesehen von dem Anleiten zum Bessersein? Also ich würde ganz kurz dazu was sagen. Ich finde die Frage richtig gut und ich kann nur sagen, jede Generation hat ihre Herausforderungen. Die Generation meiner Eltern hatte die Herausforderung der Nachkriegszeit, des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, dann später der ganze Kalte Krieg, die ganzen Ängste, Konflikte, die Probleme, die da waren. Und wir haben es halt heute mit den Gegebenheiten zu tun, die aktuell uns hier alle wirklich herausfordern. Und so hat jede Generation irgendwie auch gesellschaftlich etwas, was sie transformieren muss. Deswegen ist das so ein bisschen, das hinkt für mich so ein bisschen, weil klar, natürlich, die anderen haben immer alles falsch gemacht, aber das bedeutet nicht, dass ich das wiederholen muss, sondern indem ich stehen bleibe, mir bewusst werde, kann ich auch sagen, so, okay, was ist denn meine Aufgabe? Und im Grunde genommen ist das ja auch ein großer Freiheitsaspekt. Also es geht darum, dass ich mich freiheitlich ergreife, nicht weil ein anderer das will. Es geht darum, dass ich freiheitlich sage, ich will auch in Freiheit leben und dass ich die Verantwortung dafür übernehme, dass es freiheitlich, demokratisch, was auch immer bleibt. Also und von daher hinkt es für mich so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich würde es auch echt positiv sehen. Also es gibt tatsächlich nichts Befriedigenderes, als wenn man das Gefühl hat, man kann einen echten Beitrag leisten. Und das ist ein Beitrag, der basiert ganz wesentlich darauf, auf meinen ganz persönlichen Fähigkeiten. Also wann bin ich in meinem Element und kann so richtig was machen? Also ich muss mir jetzt nicht noch mehr Probleme in der Welt wünschen, dass wir alle ein tolles Terrain haben, uns auszutoben, aber ich sehe das ultra positiv. Also es ist wirklich befriedigend und also... packen wir es an. Jeder kann da was beitragen und ich glaube, jeder sollte auch sich echt überlegen, was er da beitragen kann und es lohnt sich aber auch, weil es ist besser als irgendein ödes Leben, wo man ein Opfer dieser Umstände ist oder das immer nur sich also eigentlich vor Augen führt, wie schlimm das alles ist und ich kann ja nichts, ich bin ja nur ein kleines Rad am Wagen. Das ist ein super Beispiel, Maja, wie so eine Mini-Geste, ich habe es vorhin schon gesagt. Es geht nicht um die großen Sachen, es geht um jeden kleinen Beitrag, der positiv ist, der reflektiert ist und der darauf basiert, dass ich weiß, was ich gut kann und jeder kann was. Also das, ich sehe es positiv. Ich finde daran auch sehr spannend, eine der letzten Szenen in diesem Film ist ja, wie der Schulleiter Danner nach Chamonix geht und dort quasi die Natur als Klassenzimmer nimmt, um zu verstehen, wer wir sind in Beziehung mit dem Planeten und mit der Natur. Und die gehen in so eine Gletscherspalte rein und man sieht, dass da Wasser rausfließt. Als ob jemand den Hahn aufgedreht hat, läuft das Wasser raus. Und die Kinder sind fasziniert, weil das sowieso ein faszinierender Raum ist, aber man sieht ihm an, dass er erschrocken ist, weil er war schon mehrere Male dort und so war da noch nie das Wasser gelaufen. Und er erzählt es sogar einem der Schüler und ich sehe ihm an, in der Nahen, die ihr gefilmt habt, ich sehe ihm an, dass er betroffen ist, dass er schockiert ist. Und er überträgt diesen Schock aber nicht auf diese Kinder, sondern er lässt ihnen diesen Mut, dass sie Dinge zum Guten verändern können. Und diese Szene hat mich sehr beeindruckt, dass er das schafft und wie er das schafft. Und ich glaube, das ist auch eine Kernaussage in eurem Film, ja, oder? Ja,
Absolut. Also er sagt es ja auch explizit, dass er sagt, wir wollen nicht den Kindern die Vorstellung hinterlassen, dass das hier alles ganz, ganz schrecklich ist, sondern wir wollen ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie selber was beitragen können und Akteure eines positiven Wandels ist. Und das, glaube ich, repräsentieren alle unsere Protagonisten und deswegen sind sie eben auch so, so schön dort zu zeigen. Das ist die Message. Und dann sagt ja der Will am Ende, fragt der Richard Dunn, und können, also er sagt, er ist schockiert von dem, was er hier sieht, er ist wirklich auch betroffen, der Junge, und dann fragt der Richard Dunn, ja, und können wir was dann ändern? Dann sagt er, ja, können wir, aber alle müssen was beitragen. Ja. Also ich meine, der hat es verstanden, er hat es wahrscheinlich auch oft genug gehört, aber ich meine, es ist ja auch, ich meine, das, aber wir wollen ja eine Message. Jeder, der irgendein Pädagoge ist und irgendetwas sich anmaßt, auch irgendwo der jüngeren Generation beizubringen, bringt immer eine Message rüber. Und warum nicht so eine? Also das, ich finde das sehr positiv. Ich finde, das macht alles Mut und das ist, so könnte man die Dinge anpacken. Was ganz schön ist, ist auch dieser Dreiklang. Das ist auch in dieser Szene, was er am Anfang sagt, was er eigentlich will mit dieser Tour. Also die gehen dann da hoch und machen ihre Tour durch die Berge. Und die Aufgabe, also die Lernaufgabe, diese Learning Journey sozusagen, die sie da machen, ist, als erstes sollen sie in Kontakt mit sich selbst kommen und gucken, was ist bei mir los. Dann sagt er, als zweites wollen wir schauen, wie ist unsere Gemeinschaft? Also wie sind wir als Team, wenn wir als Schulklasse da hochkommen, wir helfen uns alle, wie geht es den anderen, sind wir wach für das, was in unserer Gemeinschaft passiert? Und der dritte Aspekt ist dann, wach zu werden für das, was in der Welt passiert. Und in diesem Dreiklang, also Persönlichkeit, Gemeinschaft und Welt, wenn in diesem Dreiklang das Lernen stattfinden kann, dann passiert, glaube ich, ganz viel in die richtige Richtung. Und da ist Richard wirklich auch ein besonderer Pädagoge in dem Zusammenhang, weil er, ja, er beschäftigt sich sehr intensiv mit den Harmonieprinzipien der Welt und die werden da eben sichtbar. Da sind auf jeden Fall, also es kommt durchweg Lob, wichtiger Film, vielen Dank, schreiben viele. Es ist natürlich sehr interessant, dass Sie so viele unterschiedliche Pädagoginnen eben begleitet haben. Und die Frage ist zum einen, wie haben Sie das geschafft, so viele, also diese engagierten LehrerInnen zu finden? Und eine andere Frage, die ich da anschließen möchte, ist, mich würde interessieren, was Sie im Ländervergleich über diese Chancen und Hürden auf dem Weg zu einem achtsamen Schulalltag gelernt haben. Und wie lange haben Sie die Pädagoginnen dafür begleitet? Viele Fragen. Also erstmal, wie haben wir die gefunden? Vielleicht müssen wir nicht ins Detail gehen, es führt zu weit, auf unterschiedlichen Wegen haben wir die gefunden. Fakt ist, glaube ich, es gibt ganz schön viele von denen. Mhm. Wir haben da jetzt mal 3, 4 gewählt, weil wir die besonders toll fanden, weil die auch toll waren von der Kamera, weil die aus unterschiedlichen Ländern kamen, gibt es ganz viele Kriterien, aber es gibt da draußen ganz schön viele Pädagogen, die schon so arbeiten und die wir hoffentlich auch irgendwo indirekt mit unserer Ansprache damit würdigen. Julian hat ja gesagt, die Helden. Das sind jetzt keine absoluten singulären Einzelbeispiele. Das ist mal das eine. Und jetzt habe ich schon wieder die zwei anderen Fragen. Also 3 Fragen gleichzeitig ist immer schwierig. Genau, die Frage war eben dieses Ländervergleich. Der Ländervergleich, genau. Das sage ich noch. Ja. Und dann kannst du dir, also ich habe mich ja viele Jahre mit Ländervergleichen bei der OECD beschäftigt. Das sind jetzt wieder die Kontextfaktoren. Also wir haben die jetzt nicht hergenommen, dass Philippe Breton charakteristisch ist für die Education Nationale. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Das sind Einzelpersonen. Wenn man auf den Ländervergleich gehen möchte, dann ist es so, dass, glaube ich, in den skandinavischen Ländern aufgrund der gesellschaftlichen Vorstellungen es schon wesentlich länger diese Tradition gibt, dass man per Du ist, dass man eine direkte persönliche Ansprache hat. Also diese Art der Pädagogik ist, glaube ich, in Skandinavien schon weiter verbreitet. Es gibt aber auch viele andere Länder. Es gibt unglaublich tolle Curricula, beispielsweise in Neuseeland, die auch in einer Bürgerbefragung entwickelt wurden. Was wollen wir eigentlich, was in unseren Schulen läuft? Und da stehen ganz tolle Dinge drin. In der Schule wird gesungen, weil eine singende Schule ist eine glückliche Schule. Also es gibt da ganz, ganz viele Dinge, von denen man sich auch echt inspirieren lassen kann. Und dann gibt es auch tatsächlich, glaube ich, Länder, die noch sehr, sehr, sehr konservativ, Frankreich ist da ein Beispiel, wahnsinnig konservativ, wahnsinnig zentral gesteuert und rigide, wo die Einzelpersonen noch viel weniger Möglichkeiten als in Deutschland zum Beispiel haben, Eigeninitiative zu ergreifen. Ich glaube, das deutsche Schulsystem hat
wenn man sich mal so die Gesamtstatuten und Lehrpläne und so weiter anguckt, da steht ziemlich viel Gutes drin. Also da würde ich das meiste von unterschreiben, und es gibt tatsächlich auch relativ viel Freiheit, solche Dinge umzusetzen. Also ich glaube, wir sind hier nicht so schlecht dabei, was jetzt so das Systemische anbelangt. Ja. Und jetzt müssen wir Mut haben, es wirklich einen Schritt weiter zu schieben. Also die Chance ist jetzt da, und vielleicht was diese Bürgerbeteiligungsprozesse angeht, da passiert auch einiges. Ich weiß, dass unser Kollege und Freund Jascha Rohr zum Beispiel beim Institut für partizipatives Gestalten in Berlin gerade ganz stark daran beschäftigt ist, so Demokratisierungsprozesse auch in die Politik zu bringen, Bürgerbeteiligungsprozesse in die Politik zu bringen. Und wir hatten ihn auch ursprünglich geplant, in unseren Film zu nehmen, hat es von der Geschichte daher einfach nicht gepasst. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir ihn hier erwähnen, weil er jemand ist, der wirklich da auch einen ganz, ganz wichtigen Beitrag gerade leistet, was Demokratisierungsprozesse anbelangt. Und da lohnt es sich auch mal vorbeizuschauen bei denen. Ja, und eine Sache, die also wirklich tatsächlich an Sie dort draußen, es gibt diesen Wir für Schule, diese Wir für Schule-Initiative, genau. Die vom 14. bis zum 18. Juni, wenn ich die Daten richtig, aber das findet man sehr leicht im Internet, einen Hackathon organisiert, wo alle sich beteiligen können. Und das ist wirklich ein wichtiger Prozess, weil die Synthese davon soll tatsächlich auch als Roadmap der Regierung vorgeschlagen werden. Also da kann man sich echt einbringen, abgesehen davon, dass man sich unglaublich viele Inspirationen nochmal holen kann und auch sich vernetzen kann. Also auch da kann man wirklich nur jeden ein. Da ist jetzt mal, da läuft was, wo man wirklich sich beteiligen kann. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich verspreche mir da viel von dem Prozess. Also da tut sich tatsächlich viel jetzt gerade. Und wir beteiligen uns dran. Wir beteiligen uns, also wo es geht. Wir wollen, nein, weil es wirklich ein interessantes Momentum ist, ja. Was da auch entsteht. Ja. Vor allem, weil es auch so kurz vor der Wahl ist. Und die Kultusministerkonferenz hat die Schirmherrschaft auch für diese Veranstaltung. Also das ist ein interessantes Spielfeld, und das wird eben so gut wie die Menschen, die daran teilnehmen und sich beteiligen daran. Und von daher ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, ja, jetzt ganz konkret in den kommenden Monaten auch was zu tun. Das ist wirklich gut, weil das wäre eine meiner Fragen gewesen, was kann man denn tun? Und deshalb freut mich das sehr, dass ihr dazu aufruft. Ich habe nämlich das Gefühl, als Schüler will man möglichst schnell durch die Schulzeit. Als Eltern ist man oft dann, okay, schlimm, wie es jetzt gerade läuft, okay, Schulabschluss geschafft, und dann lässt man es hinter sich. Davor beteiligt man sich ein bisschen im Elternbeirat, und dann ist die Phase einfach abgeschlossen. Also kaum jemand geht jetzt rückwirkend, wenn er nicht konkret mit der Schule zu tun hat, noch darauf zu und hilft, da was zu verbessern. Und ich glaube, da sind wir alle gefragt, ja, zu verstehen, dass an der Schule muss es gut laufen, damit es in unserer Gesellschaft gut läuft. Ja. Genau, wir brauchen einen Bewusstseinswandel, was die Bildung anbelangt und wie wir darauf schauen, einen Perspektivenwechsel. Wir brauchen nicht Menschen im Wissen auszubilden und sie alle auf den Baum klettern lassen. Da gibt es ja immer diese schöne Karikatur auch. Oder Lehrer sagt jetzt hier zu den ganzen verschiedenen Tieren, klettert auf den Baum, und wer als erster oben ist, hat eine Eins. Ja? Auf mich wirkt es immer so ein bisschen so. Was wir eigentlich brauchen, ist die Eigenermächtigung, die freiheitliche Eigenermächtigung, dass die Menschen zu Gestaltern von Gesellschaft und von Bildung werden, denn das machen wir gemeinsam. Ja. Und die Politik macht das, was gefordert wird, am Ende dann auch. Richtig, und ich glaube, Fachwissen und das Ganze ist extrem wichtig und wird auch schon gut ausgebildet bei uns. Wie du richtig sagst, vieles ist auch schon gut und richtig, aber wichtig wäre jetzt, dieses Momentum zu nutzen, um was zu ändern und nicht zurückzukommen zu dem Alten. Ist auch ganz interessant, also die Macher von Wir für Schule haben selber als Initiatoren, die sind alle sehr jung und sehr, sehr engagiert, die haben alle auch so ein Bauchgefühl, so dass jetzt gerade ein guter Moment ist. Und die Idee ist auch, das deutsche Schulcurriculum letztendlich mal auseinanderzunehmen und zu sagen, was kann raus, was muss rein, und lauter solche Fragen. Also wie sieht die Schule von morgen aus, ist da die Fragestellung. Hackathon. Genau. Das kommt aus der IT, vielleicht um das noch kurz zu erklären, das kommt aus der IT, wo man Probleme, die man beim Programmieren hat, also Audi zum Beispiel oder ähnliche machen das auch, die haben programmiertechnisches Problem, dann laden die ganz viele Leute ein, machen ein Festival, und dann wird gemeinschaftlich das Problem gelöst. In kleinen Teams, die sich dann aufteilen und so weiter und so fort. Und das wird eben adaptiert auf die Fragen der Bildung. Und eben nicht für ein IT-Problem.
Sehr schön, gut, dass du es erklärt hast. Vielleicht nochmal eine abschließende Frage an die Britta. Heißt wieder super, vielen Dank. Wie kann man als Lehrer oder als Lehrkraft vielleicht da einsteigen zum Thema eben Achtsamkeit und bester Lehrer vielleicht zu werden? Gibt es Workshops oder eben Programme, wo man sich dazu mehr aneignen kann? Denn es ist natürlich auch so, dass eben bei allen positiven neurowissenschaftlichen Maßnahmen gegen Stress und Burnout einfach dieses Schulsystem natürlich ja auch problematisch ist. Also wo kann ich als Lehrkraft mir da Hilfe holen? Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Programmen inzwischen, die sich mit Achtsamkeit in der Schule oder Achtsamkeit für Lehrkräfte beschäftigen. Ich weiß, dass zum Beispiel auf der mbsr-verband.de Webseite einige Initiativen verlinkt sind für Achtsamkeitsprogramme in den Schulen. Julian, Katrin, ich vermute, dass ihr vielleicht noch ein paar andere Links im Kopf habt oder so. Also ich denke, wenn man da googelt, findet man inzwischen glücklicherweise einiges. Ich fand das erstaunlich, so vor ein paar Jahren schon zu sehen, dass es so ganz viele kleine Initiativen gibt, die auch untereinander noch gar nicht groß vernetzt waren oder so. Also es gibt wirklich lokal auch einiges an Programmen. Es gibt Achtsamkeitsprogramme für die Schulen, zum Beispiel das EISCHU-Programm, Achtsamkeit in der Schule, wo Lehrkräfte sich dann ausbilden lassen können, auch Achtsamkeitstrainings in die Schule zu bringen. Ja, also ich gebe die Frage mal weiter an euch, ihr habt bestimmt noch was im Kopf. Ja. Mir fällt auch ein von Helle Jensen, habe ich gelesen, Empathie macht Schule in Berlin. Empathie macht Schule, genau. Also interessanter, genau so ist es, also interessanterweise sind es auch Förderprogramme, die vom Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit und Engagement unterstützt werden, wo eben ein Anliegen ist, eine Anlaufstelle zu sein für die Menschen, die sich für diese Kultivierungsfragen in Achtsamkeit und Beziehungskompetenz interessieren, immer mit dem Ziel, auch Engagement zu haben und eben eine andere Zukunft zu gestalten, eine innovative, neue Perspektive zu gestalten. Genau. Ja, sehr spannend. Da wir uns schon bald dem Ende unseres Gesprächs nähern, frage ich jetzt nochmal, gibt es noch drängende Fragen, die unbedingt gestellt werden müssen? Drängende Fragen nicht, aber vielleicht einen schönen Kommentar, den ich gerne teilen möchte. Und zwar wird geschrieben, vielen Dank für den schönen Film. Am besten gefällt mir die Passage, die den Schulgärtner zeigt und seine liebevolle Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen. Und da bin ich ganz bei der Person, die das geschrieben hat. Das ist natürlich toll, dass ihr den auch mit reingenommen habt, obwohl es nur der Schulgärtner vielleicht ist, der ja auch ein... Ja, Daryl ist der Knaller einfach. Daryl, ja, und dieses mit dem nur der Schulgärtner, da wäre ich tatsächlich auch vorsichtig, weil ich habe schon mal gesagt, wir haben einen wirklich breiten Blick auf die Bildung und ich würde mal grundsätzlich überhaupt niemanden unterschätzen. Ja? Also es gibt manche Leute, die haben eine Rolle in der Entwicklung von jungen Leuten. Da kann man auch in seine eigene Biografie wieder schauen. Das war nicht notwendigerweise immer in der Schule. Natürlich ist die Schule die staatliche Institution, die diese Aufgabe hat. Aber da kann jeder was beitragen. Und so einer wie Daryl, der Schulgärtner, der das also wirklich aus vollem Herzen und von voller Überzeugung lebt und unglaublich auch selber engagiert ist in dieser ganzen Frage der Nachhaltigkeit und ökologische Landwirtschaft. Auch solche Leute, die Franzosen, auch zum Beispiel der Betreuer, der oben auf dem Berg diese Ansprache an die Kids, wir sind alle Franzosen, das ist jetzt sehr politisch und so, kann man halten, was man will von dieser Rede, aber der hat sich selber als den, das sind die Travailleurs de l'ombre, das sind die Schattenarbeiter. Die Schattenarbeiter, vielleicht ist es auch so ein cooler Hausmeister, der irgendwie, keine Ahnung, wenn die zwei sich kloppen, jeder hat da einen Beitrag. Auch total der Schulgärtner, der Hausmeister und die Betreuer und auch die sind auch alle wichtig. Und wir haben den also sehr explizit da reingemacht. Die Message gibt es auch. Vor allem, weil er die besten Tomaten hat. Ja. Ja. And such carrots. Und auch sonst, dass er da so alles im Garten hat. Sensationell. Cool. Ja. Hatte ich auch sofort Lust zu probieren, die süßen Tomaten. Genau, es sind auch also Arten, die man sonst nicht mehr anpflanzt. Also ich finde auch, das ist für die... Ja. Kinder eine ganz, ganz wichtige Botschaft, denn gerade wer sich mal ein bisschen mit Saatgut beschäftigt und so, ist ein riesiges Thema, ist auch ein riesiges politisches Thema. Ich finde es ganz wichtig, dass er das macht und er macht es eben über die Erfahrung, die Geschmackserfahrung. Er möchte, dass sie verstehen, eine wirklich seltene oder eine heimische Tomate, die hier wächst und nicht aus dem Supermarkt kommt, schmeckt völlig anders. Und warum ist das so? Dafür will er sie sensibilisieren und ich finde, das ist...
nochmal Bildung auf einer ganz anderen Ebene, die wirklich auch bei den Kindern nachher was auslöst. Eindrucksvoll, auch diese scharfe Paprika wird der Junge nicht vergessen, bin ich mir ganz sicher. Wir haben mehrere Zuschriften bekommen, auch schon, und zwar gibt es ja auf unserer Filmseite diesen Button Post an das Filmteam. Oh. Und da sind schon Zuschriften gekommen, sehr viel Lob und Interesse für die Auswahl eurer Protagonisten. Wir werden euch das weiterleiten und das bedeutet auch, dass all diejenigen, die jetzt noch Fragen haben, die jetzt nicht in diesem Prozess, in diesem Chat ihre Fragen loswerden konnten, können tatsächlich zu uns kommen und können einfach über diesen Button Post an das Filmteam an uns schreiben. Wir leiten das weiter an euch. Und eine andere Sache, wenn Sie diesen Film gesehen haben, Sie können ihn noch bis zum 23. Mai schauen. Wenn Sie ihn gesehen haben, können Sie hinterher auch für den Publikumspreis abstimmen. Der Kino-Kino-Publikumspreis, gestiftet vom BR und Dreisat. Vergessen Sie das nicht. Das würde mich freuen, das würde euch auch freuen, dass man da seine Bewertung abgibt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr heute hier wart und den Weg ins Studio gefunden habt, getestet und mit Abstand. Und toll, dass ihr beide da wart als Regieduo. Herzlichen Dank auch an Dr. Britta Hölzel. Vielen, vielen Dank für den Input. Danke, danke für die Einladung. Danke. Ja, schön. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Gehen Sie raus in die Natur, genießen Sie die Natur und verbinden Sie sich mit der Natur. Ja. Nicht wahr? Genau. Ich möchte auch ganz gern noch Danke sagen. Also erstmal natürlich euch, dem Festivalteam, dass ihr in der schwierigen Zeit das geschafft hat, also Daniel Sponsel und seine ganze Mannschaft hier auch. Und natürlich auch unseren Kollegen, also Katrin und ich haben den Film nicht alleine gemacht. Ja. Großer Dank an Bernd Effenberger, den Kameramann, an Hauke von Stietenkron, der die Montage zum Film gemacht hat, an Oliver Deuerling, der diese sensationelle Musik geschrieben hat zum Film und auch an Kondo, unseren Rap-Lehrer aus Paris, also auch ein ganz toller Beitrag, ja. Und an Song Williamson oder Oxon Williamson als Sängerin und natürlich an Markus Adam und das Scanwerk für die Farbkorrektur und so weiter und so fort. Also da haben alle, und es gibt noch viel mehr, die ihr wisst, wer gemeint ist. Und uns bleibt auch zuletzt nicht Danke zu sagen an alle, die das hier ermöglichen. Und auch, dass es im Rahmen von Doc Education stattfindet, finde ich super. Also von daher vielen, vielen Dank an alle. Schön. Dem Dank kann ich mich anschließen. Schön, dass ihr eure Weltpremiere bei uns gefeiert habt. Schauen Sie den Film noch bis zum 23. Mai. Läuft unser Festival unter www.docfest-münchen.de. Wir freuen uns, wenn Sie die Filme auf Ihre digitale Leinwand nach Hause holen. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Bis bald.